So Leute, Sonntag 17 Uhr heißt neue Ausgabe von Dark Souls 3 mit Krabbe von Viereckbeziehungen. Ja, das letzte, was wir gemacht hatten, war ja den Boss zu legen und dann noch so ein bisschen hier beim Feuerbandschrein zu erledigen. Aber auch noch nicht alles und von daher machen wir hier mal weiter. So, inzwischen hatten wir ja auch. Aber gehen wir erstmal zu ihm. See a proper red eye orb, then kill the dark wraith, so he has been a prisoner for many ages, and I can see it in your eyes. If you find them, I can. Okay, jetzt haben wir also einen Schlüssel bekommen. Schauen wir uns den doch mal an. Aufzugsraumschlüssel, Schlüssel zum unterirdischen Aufzug, Schlüssel zum Raum für den Aufzug, der in den tiefsten Kerker in Lothric hinabfährt. Es heißt, ein überlebender Geist der Finsternis aus dem Land, das von der Dunkelheit verschluckt wurde, würde hier festgehalten. Der Aufzugsraum. Können wir ja gleich mal schauen. Aber erstmal gehen wir jetzt zum Turm, denn wir haben ja die 20.000 Seelen vor einiger Zeit ausgegeben, um uns damit den Schlüssel für den Turm zu kaufen. Ja, wenn die Nebelwand dann mal verschwinden würde, geht doch. Und wenn wir schon hier sind, gucken wir doch mal, ob wir inzwischen auch etwas vom Baum bekommen. Nee, bekommen wir noch keinen Riesenbombsamen. Schade, aber kann man nichts machen. So. Turmschlüssel benutzt, jetzt geht's den Turm hoch. So. Da wären wir. Wieder mit einer schönen Aussicht. Und hier können wir jetzt herunter. Die Abkürzung freischalten. Und jetzt können wir auch die Leiter nach oben klettern. Das ist auch sehr praktisch. Ansonsten, hier hatten wir ja alles. Wenn wir auch schon gerade hier sind, gehen wir doch mal zu unserer Krähe. Vielleicht können wir da ein paar Sachen einlösen. So, bloß aufpassen, nicht, dass wir runterfallen. Ja, so. Was haben wir denn Schönes? Kannst du mit einer Glut was anfangen? Okay, damit kann die Krähe nichts anfangen. Dann das Siegbräu. Probieren wir es doch mal. Oder erstmal eine grüne Blüte. Okay, die auch nicht. Dann probieren wir jetzt das Siegbräu. Und da bekommen wir tatsächlich etwas. Schauen wir doch mal. Sonnenrüstung. Ah, schön. Da haben wir sogar was Gutes für bekommen. Die Sonnenrüstung ist aber etwas schwer. So, eine Kettenrüstung und ein weißer Mantel, den ein großes heiliges Symbol der Sonne ziert.
Diese Rüstung gehörte zur Standardausrüstung der Ritter des Sonnenlichts. Das Symbol wurde vom Ritter selbst gemalt, doch die Rüstung besitzt leider keinerlei besondere Kräfte. Naja. Wir behalten aber erstmal unsere Lumpen. So, Reparaturpulver. Kannst du damit was anfangen? Nee, kannst du auch nichts mit anfangen. Dann vielleicht mit Käferkügelchen. Damit also auch nicht. Dann... Wie wär's mit einem Wurfmesser? Ist natürlich jetzt auch sehr interessant, wenn wir alles durchgehen, aber... Naja, die Zeit haben wir. Und vielleicht bekommen wir ja was Gutes. Ein Titanitbrocken für eine schwarze Feuerbombe. Das ist doch ganz nett. Okay, damit kannst du wieder nichts anfangen. Vielleicht hiermit. Ja, schade. Vielleicht mit dem goldenen Kiefernharz. Auch damit also nichts. Vielleicht das menschliche. Also nicht. Ein Köderschädel. Davon haben wir 7 Stück, da können wir einen von abgeben. Oh, eine Hallo-Maske. Oh. Das ist ja nett. Die Hallo-Maske. Wo haben wir sie denn? Da. Seltsame Köpfe unbekannter Herkunft, aus einem Urbaum geschnitzt. Sie sprechen, wenn sie auf den Boden geworfen werden. Diese Maske sagt Hallo. Erkennst du die Freundlichkeit in ihren Augen? Ja, sehr freundlich, sehr knuffig. Hello, ja, hello. So viel dazu. So, dann... Ein Jägeramulett, wie sieht's denn damit aus? Okay, damit kannst du also nichts anfangen. Ja, das mögen ja auch lieber die Mimics, wenn man das auf die wirft. Da sind sie ganz begeistert. So, wie sieht's denn mit einer rostigen Münze aus? Haben wir dir davon schon eine gegeben oder willst du davon überhaupt eine? Okay, dann halt nicht. Ein junger weißer Zweig. Kannst du damit was anfangen? Schade. Also auch nicht. Haben wir dir schon Abfall gegeben? Weiß nicht mal den Abfall zu schätzen. Ein Prismastein. Oh, dafür bekommen wir sogar was. Funkeltitanit. Schön. So, ein Heimatknochen haben wir dir bestimmt schon eingegeben, wenn du damit was anfangen könntest. Ah, ja, da kommt sogar eine andere Meldung. Genug davon, gut zu wissen. Das hast du also schon von uns bekommen. Dann, das ist unwichtig. Eine bleiche Zunge. Wie sieht's mit einer bleichen Zunge aus? Okay, eine bleiche Zunge willst du also nicht. Bande der Wirbelsäule? Ah. Luzati als Maske. Okay. Diese Maske gehört zu einem zeremoniellen Hut. Eine Hülle kämpfte einst tapfer mit dieser Maske, fürchtete aber ihr eigenes Dahinschwinden und bat einem Kameraden, ihren Namen nicht zu vergessen. Vielleicht ist dies die Maske eines Gentlemans und daher nach einer Frau benannt. Okay.
Naja, etwas seltsam. Gut, dann die Seelen kriegst du nicht. Vielleicht einen Augapfel. Okay, damit kannst du auch nichts anfangen. Ansonsten, jetzt sind wir alles durchgegangen. Die Waffen gebe ich dir gewiss nicht. Wow, um Gottes Willen. Jetzt, das wäre es ja noch gewesen, durch einen Schritt zurück zu sterben. Naja, dann hätten wir das also. Dann kann's weitergehen. So, dann gehen wir doch noch mal den Turm nach oben. Ja, auch sehr marode. Dauert auch nicht mehr lange, bis die auseinanderfällt. Könnte die Leverkusener Brücke sein. Naja. Und ein Aufzug nach oben. Okay, hier geht's nicht raus, hier geht's raus. Ui, hier müssen wir auch aufpassen. Ein falscher Schritt und es geht sowas von in die Tiefe. Okay. Hier ist alles in Ordnung. Hier haben wir leider nichts. Dann können wir hier auch zurückgehen und nochmal die andere Seite kontrollieren. Ja, hier können wir auch nirgendwo rein. Wenn wir jetzt runterfallen, dann ist unsere Glut auch wieder futsch. Ja, hier geht die Treppe hoch. Und sie führt uns zu einem Eid, zu einem Item. Eine Feuerhüterseele. Huiuiui. Feuerhüterseele. Wo haben wir sie denn? Ah, hier. Seele einer Feuerhüterin, die aus dem Abgrund zurückgekehrt ist. Seele einer Feuerhüterin, von der es heißt, sie sei aus dem Abgrund zurückgekehrt. Diese Feuerhüterin hütet das Leuchtfeuer und dient ihrem Meister. Man sagt, sie habe das dunkle Siegel akzeptiert, welches ihre Seele verdunkelte. Und doch, ihre Seele wird eines Tages den Weg in die Brust einer anderen Feuerhüterin finden. Okay. Ja, da liegt sie. Ganz schön abgemagert. Oh, haben wir noch irgendwas hier versteckt in der Ecke? Nee, es sieht nicht danach aus. Ja, dann können wir wieder runter. Ja, und die Sprünge hier, die werden wir definitiv erst später machen. Das würde sonst ziemlich wehtun. Und außerdem gibt es hier auch noch so ein kleines Quest an der Stelle. Aber halt auch erst zu einem späteren Zeitpunkt. Da müssen wir erst etwas in der Geschichte voranschreiten. Gut, dann hätten wir das also auch erledigt. Dann schauen wir nochmal an einer anderen Stelle, ob wir den Kollegen finden, der drinnen saß.
und jetzt nicht mehr da sitzt. The poor wretched souls. Be they lord or legend, the curse shows no mercy. What a sham. The poor, be they lord or legend, what a the poor be what. Okay. Mensch, das Schwert hätte ich immer noch gerne. Das ist sehr hübsch. Gut, dann haben wir auch noch mal mit ihm gesprochen. Ist das auch soweit geklärt? Gehen wir doch mal zu Yul of Londor. Mit einem kleinen Sprung. Hopp. Wie geht's dir? I would do as I have said, alas, but I can teach. Perhaps I believe that I can weep that those as I have said, alas, but perhaps I weep that those. Okay. Then wahre Stärke entfalten. Of the dark. Was hätte ich denn mal gerne? Belastbarkeit 1 hoch. So, jetzt haben wir 3 Siegel, also bekommen wir noch 2 Stück und dann geht die Quest auch weiter. Na, mit dir reden wir dann gleich. So, haben wir noch was für dich? Können wir was verstärken? Nein, leider nicht. Wie sieht's mit unserer Waffe aus? Dafür brauchen wir, ui, 4 Stück. Das wird wohl etwas dauern, bis wir wieder 4 große Titanitscherben haben. Okay, gleiche Text wie immer. Hast du uns was Neues zu sagen? Ah, schön, eine Geste bekommen. Okay, das hätten wir also auch geklärt. Dann wären wir an dieser Stelle auch fertig. Ah, well met, Ashen. How may I? Ashen One, bring me up with. Is it not up? So, was hast du uns denn noch so anzubieten? Okay. Der Turmschlüssel, ja, den haben wir schon. Ah, Schattenasche hergeben. Genau, das mussten wir ja auch noch machen. Asche eines Bestatters hergeben. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Ja, du bist schon eine komische alte Dame. So. Sagst du mir was Neues? That cordial intrusion lay at the path to embers. And so thou art in need of a soapstone, ashen one. Then thy pockets will overflow with souls to trade to me. Okay. Dann schauen wir mal, was du so im Angebot hast. Neues. Okay, einige Vorräte an Glut, Reparaturpulver, das übliche, die Moosklumpen gegen Gift. Getrocknete Finger, okay. Online-Spielobjekt, ja, ist eher unnötig gerade. Turmschlüssel, Grabschlüssel, ah ja, der Grabschlüssel.
Okay, also brauchen wir nochmal 1500 Seelen. Dann können wir nämlich in der Untotensiedlung auch noch eine Tür öffnen. Ja, dann wären wir hier auch fertig. Wir haben soweit mit allen gesprochen. Das ist die Frage. Lothric, wo wir den Aufzug nehmen können. Reisen wir doch mal zur Hohen Mauer, zum Turm. Wo reisen wir jetzt am besten hin? Reisen wir mal zum Turm. Okay, da wären wir also. Na, irgendwo war das hier, glaube ich. Schauen wir mal, ob wir es finden. Ach ja, hier sind die Gegner. Schön einfach, wenn man keinen Fehler macht. Durch die ganzen Punkte, die wir inzwischen dazu bekommen haben. Ups, das war ein starker Angriff. Und das ist ein Backstep. Und ein paar Wurfmesser. Danke sehr. So, drei Schläge und du bist auch weg. Ah ja, hier haben wir doch die Tür. Genau. Aufzugsraumschlüssel benutzt. Okay. Auf geht's nach unten. Uiuiui, da steht er schon. Da steht er schon. Die Frage, wollen wir was riskieren und auf Parieren gehen? Können wir denn überhaupt parieren? Ich weiß es gar nicht mehr. Und klappt das Anschleichen? Okay, das Anschleichen hat geklappt. Okay, das habe ich verkackt. Okay, das habe ich auch richtig verkackt. Ups, da war ja was. Hier muss ich auch wieder lernen. Mensch, Mensch, Mensch. Das mit dem Parieren ist echt so eine Sache. Vielleicht haben wir wieder alle Estus-Waggons aufgebraucht. Geht doch. Jetzt setzen wir noch einen hinterher. Und weg bist du. Und wir haben einen roten Augapfel bekommen. Und und die Finstergamaschen. Schön. Die Finstergamaschen. Wo haben wir sie denn? Hier haben wir die Finstergamaschen. Ach, die leuchten ja schön mit der Glut. Die Gamaschen der Geister der Finsternis und ein Relikt aus einem kleinen Land, das vor langer Zeit der Finsternis anheimfiel. Sie scheinen jeden Moment zu Staub zerfallen zu können.
Die Geister gelten als die ältesten Rotaugen-Eindringlinge. Gerüchten zufolge sollen sie einer Urschlange gedient haben. Ja, die Urschlangen. Die kennt man auch gut aus Dark Souls 1. Und ja, was hatten wir an? Eine Hose von einem Deserteur. Und der Augapfel. Invasion einer anderen Welt. Ja, auch ein Online-Spielobjekt. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Vielleicht machen wir es irgendwann auch noch, aber erstmal wird das Spiel so gespielt. Gut, dann werden wir unten auch fertig. Können wir wieder den Aufzug nach oben nehmen. Und jetzt haben wir sogar die Seelen, um uns den Schlüssel zu kaufen. 1500 Stück brauchten wir, 3759 haben wir. Also hoch die Treppe, aufpassen, dass jetzt nicht dieser Ritter kommt. Nee, kommt gerade nicht, das ist ganz gut. Und ab zum Leuchtfeuer und teleportieren. So. Dann hätte ich gerne den Schlüssel. Und, die restlichen Seen behalten wir erstmal. So, und jetzt reisen wir zur abbruchreifen Brücke. Okay, dann ziehen wir jetzt aber erstmal wieder das andere Schild an. Und jetzt geht's wieder zu den Ratten. So, ihr frechen Viecher. Weg seid da. So. Dann noch die hier platt. Aua. Ist ja wohl nicht zu fassen. So, jetzt trinken wir sicherheitshalber einen Schluck. Und jetzt müsste doch die Tür aufgehen. Genau, Grabschlüssel benutzt. Ups. Okay. Okay. Erstmal hierher entlang. Hier haben wir ein Lendentuch. Haben wir schon. An der Statue von Velka beten. Okay. Vergebung erbitten. Es wurde nicht gesündigt, ja. Wir sind ein ganz braver. Läuterung erbitten. Die Fluchaufhebung kostet. Aushöhlungsumkehrung erbitten. Nee, erstmal noch nicht. Okay, jetzt wird's wieder fies. Rotgriff-Hellebarde, es hat sich noch nichts bewegt, das ist gut. Dann gucken wir uns mal die Hellebarde an. Eine Hellebarde der Geistlichen mit langem roten Griff. Die vielseitige Waffe kann wie ein Speer gestoßen oder wie eine Axt seitlich geschwungen werden, was ihre Effektivität gegen mehrere Gegner erhöht.
Fertigkeit Durchhaltewillen. Nimmt eine unbeugsame Gebetshaltung ein und erhöht kurzzeitig die Balance. Mindert bei Aktivierung den Schaden. Muss nicht sein. So, und ihr hier kommt. Oder doch nicht? Okay, also hier noch nicht. Oder? Nee. Aber hier, ne? Genau. Du warst der Erste. Du der Zweite. Du der Dritte. Der Vierte. Der Fünfte. So, waren das alle oder will noch jemand? Seele eines unbekannten Reisenden. Okay. Ja, diese fiesen Skelette. Immerhin bleiben sie liegen. Davon gibt's auch noch viel fiesere. Na? Das hättest du wohl gerne gehabt. Ja, und die Aktion hast du auch ziemlich verkackt. Na, haben wir hier noch jemanden, der auf die Schnauze möchte? Das sieht also gut aus. Oder müssen wir erst wieder hier entlang gehen, damit jemand... Nee, die bleiben liegen, die Überreste. Ist doch auch mal was Feines. Und jetzt sind wir hier unten. Und da haben wir eine Echse. Und sie bringt uns einen schweren Edelstein. Der schwere Edelstein. Davon haben wir, glaube ich, schon einen durch eine Echse bekommen. Ja, davon haben wir zwei Stück. Okay, dann haben wir hier noch ein paar Items. Hier müssen wir aufpassen. Der da oben wirft ansonsten bestimmt seinen Topf auf uns. Eine kleine Titanitscherbe, auch schön. Es war so klar, du Penner! Das hättest du wohl gerne gehabt, ne? Und hast wieder nur Abfall, schade. Naja, hier kommen wir nicht weiter. Hier haben wir jetzt alles eingesammelt. Hier liegt nichts. Und hier oben ist auch nicht noch irgendwas, was runterhängt. Okay. Und wie sieht's denn hier aus? Hier hängt noch was. Okay, jetzt müssen wir erst einmal den Bogen ausrüsten. Der Langbogen. Gesegneter Rot-Weiß-Rundschild plus 1. Plus 1 also. So. Ein hölzerner Standardrundschild mit beeindruckender rot-weißer Farbgebung. Hölzerne Schilde sind leicht, handlich und bieten relativ hohen Schutz gegen Magieschaden. Und wir können damit parieren. Ja. Physisch schützt es uns aber nur 70. Wobei, nein, nicht. Das ist Angriff, Abwehr. 49,4. Also unter die Hälfte. Muss nicht sein. Okay, hier ist nichts weiteres. Dann gehen wir doch durch die... Mensch, Kumpel, mit deinen Fallen, erschreck mich nicht so. Okay, dann gehen wir jetzt durch die Tür.
Hier unten haben wir zumindest eine Ratte. Da kommen bestimmt gleich wieder mehrere. Und ein Sprung ins Glück. Immerhin können die uns hier nicht vergiften oder sonst irgendwas. Wobei, vielleicht haben wir jetzt die Pest und gehen jämmerlich drauf. Oh, richtig schöne Beulenpest. Dass die Scheiße nur so zerplatzt. Und da haben wir eine Seele bekommen und einen Heiligen-Talisman. Der Heiligen-Talisman. Ein Medium zum Wirken göttlicher Wunder. Talismane aus Elfenbein werden nur weiblichen Geistlichen gegeben. Der Glaube hat großen Einfluss auf seine Effektivität. Ihm wohnt eine gewisse Labilität inne, die durch seine Fertigkeit verliehene Standhaftigkeit beeinträchtigt. Fertigkeit, unbeugsames Gebet. Hatten wir es schon. Okay, hier liegt auch nichts weiteres, also geht's die große Leiter nach oben. So, und jetzt machen wir mal die Tür auf und jetzt reden wir doch mal mit der hier. Kannst nicht sehen, haha. Oh, please, whoever you are, touch me. Oh hey, ist wohl Notgeil. Nibbles at my flesh. Little creatures, they never stop biting. Yeah. Hold out your hand and touch me. Da ist wohl jemand ein bisschen irre. Entirely alone just yet. Praise the merciful gods above. Oh, die Gebetsgeste. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion then. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Ja, sicher. Oh, thank you, sweet champion. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Ja, und weg ist er. Da haben wir ihr mal einen Gefallen getan. Und wie findest du, Affe, das? You've gone and rescued her, have you? How very quaint. Pitying creatures that are beyond help. Yeah. Very well. I'm sick of looking after her at any rate. I am Egon, a knight of Karim. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. War das wieder eine Drohung? What's the matter? I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. Ich hätte gerne deinen großen Hammer. What's the matter? I'm an Naja, das hätten wir also auch.
Dann können wir ja einmal zurückgehen und mit der labern. Weil ich wohl backstabben kann. Hey! Aua. Sowas Gemeines. Aber immerhin, den haben wir platt gemacht. Komm, tick mal so richtig ab. Oder auch nicht. Wer nicht will, der hat schon. So. Na? Das war ja auch mal wieder gar nichts. Da haben wir wieder Bello und Bello kriegt auf die Schnauze. Und Sprung nach unten. Gut, den Weg hätten wir auch geklärt. Ja Mensch, dann haben wir hier den Großteil unserer Aufgaben erledigt. Das ist doch auch was Feines. Kann's gleich weitergehen. So, zurück zum Feuerbandschrein. Und dann schauen wir doch mal, ob wir genug Seelen haben. Können wir einmal aufsteigen? Nein, wir brauchen 5228. Schade. Dann halt nicht. Wir können dir die Feuerhüterseele geben, aber erstmal noch nicht. Erstmal behalten wir die noch. So, Irina von Karim. Serve you beside the bonfire. The gods are ever merciful. My gratitude lies with them and with you. I am yours now. Your wish is my command. Wunder erlernen, ja. Brauchen wir erstmal nicht. Gegenstand kaufen. Ach, ein Ring. Ja, den kaufen wir mal, auch wenn wir gerade noch nicht so viel zaubern, aber die Ringe kaufe ich doch ganz gerne. You know, in my home of Karim, I was a nun. I would be pleased to share the tales of miracles with you. Although, to be honest, I only know a few. But if I had a divine tome, I could tell you many tales and more. Only I cannot see. Terribly sorry, but you'll have to find me a divine tome in Braille. Not then. You know, in my home of Karim, I was a nun. Okay. I would be although to, but if I are terrible. Have a pleasant journey, champion. I pray. Okay. Das hätten wir also auch geklärt. Ach, er sitzt auch wieder hier. Dann reden wir doch nochmal mit ihm. Gaining admission to the leap, even a curse high. Aha, you found a brilliant. Und eine neue Geste. Okay, das hätten wir also auch. Dann schauen wir nochmal an die eine Stelle am Grab. Vielleicht
Gibt es da etwas, was wir einsammeln können? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist schon etwas her. Auf jeden Fall sollte der Hund jetzt auch wieder da sein. Schade. Hier ist also nichts weiteres. Und ich hätte immer noch gerne das Schwert. Okay, dann reisen wir jetzt wieder in die Untotensiedlung zurück. Die Untotensiedlung, aber wieder zu der Brücke. Theoretisch. Probieren wir mal, da durchzurennen. Vielleicht klappt es ja. Das ging doch gut. Der Hund ist da. Ach du Schande. Wieso sind die denn auf einmal alle hier? Das gefällt mir aber gar nicht. Verzieht euch, zack, zack. Glaub ich spinne. Jammer, jammer, jammer. Okay, dich hätten wir. Jetzt kannst du hier aufkreuzen. Und ihr beiden. Komm, werf das Ding. Okay. Und jetzt rennen wir durch. Mit Tempo. Zack, zack. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Und jetzt? Ziehen wir uns mal ein paar andere Klamotten an. Wir hatten doch da etwas, was uns vor Kälte schützt. Die Nordland-Klamotten. Klappt das? Okay, wir sind noch unter 50%. Da wären wir über 50. Okay, die Rolle ist definitiv zu langsam. Das geht nicht. Oder ziehen wir mal die Robe hier an. Ach nee, ich bin da kein Freund von. Aber die beiden Sachen können wir anlassen und hier ziehen wir wieder die Diebesmaske an. Sind wir zumindest etwas gegen die Kälte geschützt. So, das kann auch mal, solange wie wir es nicht benötigen, da raus, dann passiert uns auch kein Fehler mit dem Estus-Flakon. So, er wird jetzt wieder abticken. Auch sicher nicht probieren, ihn irgendwie zu parieren.
Ja. Alter. Komm schon, noch einen Schlag, noch einen Treffer. Und da ist er down und wir haben ein gerades Irisil-Schwert bekommen. So, wo haben wir es denn? Ach hier. Ein an die Vorreiterritter des Nordwindtals überreichtes gerades Schwert. Es ist in Kälte gehüllt und verursacht Erfrierung. Alle Vorreiterritter verwandeln sich irgendwann in Bestien, stets von den schwarzen Augen des Hohepriesters Sullivan verfolgt. Sullivan, ja. Fertigkeit Haltung, okay. Scaled auf. Okay, sowohl auf Stärke als auch auf Geschicklichkeit, auf D und Attribute würden sogar passen. Aber wir bleiben bei unserem Breitschwert. Okay. Hier ist alles soweit klar. Dann öffnen wir doch mal das Tor. Und uns erwartet ein neues Gebiet. Und hier haben wir direkt ein Leuchtfeuer. Und wie man sieht, dieser Ritter war eine einmalige Geschichte. Okay, hier müssen wir aufpassen, hier dürfen wir nicht runterfallen. Ach ja, er tickt auch wieder so ab, ne? Ja, kannst du knicken. Jetzt riskieren wir mal was. Ein Sprung in die Tiefe! Und er ist uns geglückt. Wer sagt es denn? Ein Beichtstein, ein Beichtstein. Was kann denn der Beichtstein? Waffendurchwirkung aufheben. Ah, verändertes Titanit, auch als Karlstein bekannt, kehrt die Waffendurchwirkung um. Hat den Vorteil, die Wirkung der Durchwirkung umzukehren, ohne die Verstärkungsstufe zu reduzieren. So, da haben wir eine Seele. Okay. Jetzt riskieren wir mal wieder was. Lalalalala. Was geht hier vor sich? Alter Falter. Ganz schön aggro. So, und du mit deiner Giftwolke? Alter, schreie doch nicht so. Da kriege ich ja das geballte Kotzen bei. Und da haben wir noch einen. Na? Alter, 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 Alter. Okay, netter Trick. Ja, definitiv. Okay, ja. Hier liegt kein weiteres Item. Hier in der Ecke.
Nee, auch hier nicht. Okay. Dann bist du fertig. Danke. Du Scheißvieh. Jetzt müssen wir wieder schauen. Hier geht es nicht nach unten. Und hier geht es auch nicht, also es geht schon nach unten, aber sehr unangenehm weit nach unten. Das muss ja echt nicht sein. Also an der anderen Stelle schauen, an der unser Agro Fieber. Und da geht es tatsächlich nach unten. Und hier geht es auch nach unten. Ich höre Schritte. Von was höre ich Schritte? Okay. Den Sprung verkacken, nicht den Sprung verkacken. Okay. Da hinten ist ein Item. Und noch ein Fall in die Tiefe. Nicht verkacken, nicht. Alter, das hat gesessen. Viel mehr hätten wir auch nicht kassieren dürfen. Und Banditen-Doppeldolche. Banditen-Doppeldolche. Fehlt uns die Geschicklichkeit für. Ein Dolchpaar, das zumeist von Banditen aus einem fernen Land verwendet wird, wird in jeder Hand ein Dolch getragen, sind verschiedene Angriffsvarianten möglich, darunter auch linkshändige Aktionen. Ja, da werden sogar mal die Linkshänder beachtet. Fertigkeit Schnellschritt ermöglicht einen sofortigen Schritt hinter oder neben Gegner. Besonders effektiv bei Fixierung auf ein Ziel. Okay, dann trinken wir noch einen. Und dann setzen wir mal den Ring ein. Das Schild, weil ich glaube, hier kommt jetzt was genau. Alter, alter, alter. Ey, es war gemein. Das war der letzte erstes Flakon. Das war wieder zu früh pariert. Okay. Sie hat viele Attacken. Ah, mein Gott, ey. Okay, hier werden wir wieder drauf gehen. Ja. Jetzt läuft uns auch die Zeit davon. Sowas Ärgerliches. Dann müssen wir das wohl aufs nächste Mal verschieben. Kann man ja nichts dran ändern. Naja, dann würde ich sagen, geht's hier beim nächsten Mal weiter, Leute. Und bis dahin, macht's gut.